Gute Nacht zusammen. Ein neues Let's Play beginnt im Dunkeln in alter Let's Play Minecraft Manier bei Reduce the Block. Hallo. Ich habe mir gedacht, also nachdem wir die letzte Folge dann beendet haben, brauche ich eigentlich gar nicht so viele Leitungen da oben langlegen, denn wenn dann aus meinem... Oh, hier schon wieder ein Enderman. Wenn dann also aus meinen beiden Raffinerien der Treibstoff gewonnen wurde, kann der ja auch mittels eines Endertanks transportiert werden. Dann brauche ich nicht die ganzen Leitungen darüber und wieder zurücklegen. Ihr wisst, was ich meine. Trotzdem brauche ich... Ich habe ein bisschen Angst hier. So, noch eine Enderperle. Juhu! Das brauche ich nämlich gleich. Enderperle. Zack, weg. Oh, jo. Nichtsdestotrotz brauche ich Liquidukte, neue. Dafür brauche ich Kupfer. Und wir brauchen wieder hardened Glas. Und das machen wir mit Lead Ingot im Induction Smelter. Nee, gar nicht wahr. Doch, Obsidian, ne, Pulverize Obsidian und Lead. Okay, haben wir denn noch Lead? Und Obsidian. Pulverize Obsidian, machten wir das jetzt ganz einfach im Pulverizer, Tatsache. So, dann einmal nach unten und dann stellen wir uns das mal her. Der Pulverizer, das ist der hier. Und der Induction Smelter ist der hier. Ja gut, dann warten wir jetzt, bis das Pulverized Obsidian hier durchgelaufen ist. Tja... Wie sieht's denn hier aus? Schön, schön. Mein Öl füllt sich auch nach wie vor auf. Das ist auch gut. Ja, das, was ich hier habe, ne, baue ich ja dann drüben in der Fabrik neu. Deswegen brauchen wir es hier letztendlich dann irgendwann nicht mehr. Hier will ich unten eigentlich dann nur noch die ganzen Maschinen haben und wie ich es dann auch hier gemacht habe, überall so ein ME-Interface draufknallen, dass ich wirklich alles automatisch herstellen kann. Dafür brauche ich dann den Platz hier unten und das wandert alles raus. Auch das hier, glaube ich, wandert raus. Muss ich mal schauen. Bin ich mir noch nicht 100% sicher, wie ich das mache. Aber solange ich hier noch den Strom brauche, bleibt es halt erstmal drin. Was ich nicht brauche eigentlich sind die. Denn das bisschen, was ich hier an Buildcraft-Energie brauche, das reicht definitiv mit diesen Industrial Steam Engines. Und ich habe eh vor, dann so Tesseracts aufzubauen und die Energie letztendlich dann hierhin zu transportieren. Ist zwar ein Verlust von, ich glaube, 25%, aber okay. Dafür habe ich den ganzen Weg nicht mehr. Gut, dann kannst du auch schon mal anfangen. Und du machst mir bitte harte Glas. Richtig, das ist nämlich das. Und gemeinsam mit dem Hardened Glas und dem Kupfer, welches ich schon habe, bekomme ich nämlich dann die Liquidukte. Gut, gut. So, in der Zwischenzeit könnte ich ja mal einen kurzen Blick auf meinen Honigbestand werfen, denn der ist irgendwie vernichtend gering. Da ist kein Honig drin. Ich verstehe das auch nicht, als würden die hier keinen Honig mehr produzieren. Weg mit dir. Lass mich das doch nochmal angucken. Also das fließt natürlich alles in den hier in den Kollegen rein. Erstmal. Ja, also wirklich viel ist das aber nicht. Ach. Und da ich ja jetzt hier auch erstmal eigentlich genug DNA habe, könnte ich auch einfach die ganzen Bienen, anstatt hier in den Analyzer zu schicken, einfach in einen Recycler packen. Ja.
Vielleicht mache ich das sogar. Ich tausche das dann unten aus, baue da einfach einen Recycler hin. Denn so viel DNA, wie ich habe, werde ich wahrscheinlich nie wieder verbrauchen können. Ich habe das ja jetzt hier auch schon mal gestoppt. Ja, doch, ich glaube, ich baue den Recycler. Können wir das nicht jetzt schon machen? Lass uns doch mal gucken. Also, den Analyzer ist klar. Warte mal, das kommt mal weg hier. Okay. Zack und zack. Und, aber der braucht ja auch wieder IC-Strom. Und ich habe hier nur Buildcraft-Strom. Dann müssen wir das anders machen. Wo hatte ich jetzt die Liquidukte hier? So, okay, dann können wir das erstmal so lassen. Es macht ja nichts. Dann müssen wir das umlegen. Dann werde ich das irgendwie oberirdisch, werde ich das rüberpumpen oder so. So. Oder ich lasse sie einfach in mein System fließen. Und aus dem System raus geht das dann direkt hier in so einen eigenen Recycler, den ich mir dann noch aufbaue. Ja. 2, 4, 6, 8 Stück. Kommt das hin? Müsste in etwa hinkommen sogar, ne? Lasst uns doch mal schauen, wenn wir das jetzt hier aufmachen, bekommt der dann einen Schlag. Das wäre nicht so schön. Gut, dann können wir das hier also nicht machen. Wie sieht's denn aus, wenn wir das so wie... Ach, wie doof, wie doof, wie doof. Was ist denn, wenn wir das irgendwie hier hin packen oder so? Oder ginge das denn? Wo ist mein Diamond Drill hier? Okay, so, ich könnte hier den Recycler hinknallen. Lasst uns doch mal einen Recycler bauen. Ich will einfach jetzt nur mal gucken, ob denn das auch funktioniert. Also müsste ja, aber habe ich noch Recycler? Natürlich nicht. Aber auch kein Pattern dafür. Brauche ich vielleicht auch erstmal nicht. Recycler. Wir brauchen einen Kompressor, Refined Eisen, Dirt und Glowstone. Upsa. Dirt. Refined Eisen. Lass uns das doch erstmal schon mal hinsetzen. Und einen Kompressor haben wir auch nicht. Und der Kompressor, Steine, Maschinenblock und Schaltkreis. Der Maschinenblock und der Schaltkreis hier. Gut. Das kommt dann da rein. Schaltkreis, Maschinenblock und die Steine. Der Kompressor kommt dann hier rein und schon haben wir einen Recycler. So, was wir aber noch brauchen, ist ein Overclocker-Upgrade. Und ein, ich glaube, ein Transformer-Upgrade. Genau, ein Transformer-Upgrade. Also, Glas, Schaltkreis, Kabel und MV, Transformer, MV haben wir hier. Dann Goldkabel brauchen wir zwei Stück, das haben wir auch. Dann brauchten wir noch einen Schaltkreis und Glas.
und Glas. Hier. So. Damit sollte die Bienenplage auch erledigt sein, würde ich fast meinen. Aber dann brauchen wir noch einen Export- und einen Import-Bus. Einen Export-Bus und einen Import-Bus. Und das müsste es fast gewesen sein, oder? Ah, nee, noch Goldkabel. Die fehlen auch noch. Nehmen wir noch mal zwei Stück mit. So, und bin ich ja mal gespannt, ob denn das soweit funktioniert, wie ich mir das dachte. Ob ich da überhaupt genug Platz für habe. Guck, das ME-Kabel hätte... Ich brauche auch noch ME-Kabel, habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ach, das ist alles so blöd vom Platz hier. Ich muss das echt irgendwann alles umbauen. Gefällt mir nicht. So, erstmal gucken. Also, hier wäre mein Recycler. So, der würde natürlich auch mit Strom versorgt werden, das ist ja klar. Machen wir aber von hier, dann brauche ich nämlich nur zwei Kabel. Oh, nee, aufpassen. Boah, da wäre jetzt knapp geworden, wa? Hätte ich den jetzt reingeknallt, wo sind denn meine Overclocker-Upgrades? Habe ich die jetzt da gelassen? Tatsache. Wie viel sind denn hier eigentlich drin? Jeweils drei. Na gut, dann machen wir da auch nur drei rein. Glas wieder zu. Oh nein, die hätte ich nochmal gebrauchen können. Gut. Zack. Also. Das ist jedenfalls an. Dann können wir jetzt von oben befüllen. Also oben kommt dann der Export-Bus drauf. Und von der rechten Seite, das ist dieses. Können wir das dann wieder rausholen? Wie sieht's denn aus? Okay, so können wir den drehen. Und hier ist der Import. Na. So. Genau. Ja, so sieht das doch aus, als würde das funktionieren. Nicht schön, aber selten. Guck mal, da könnte ich sogar noch ein paar mehr davor setzen. Ja. So, dann hole ich mir mal ein paar Kostproben ab davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, okay, da sind ein paar mehr. Dann erstmal, also die Industrials brauchen wir in jedem Fall. Die Imperial brauchen wir in jedem Fall. So. Dann legen wir die nochmal hier rein. Obwohl, so ein, wir könnten das auch alles auf hier so ein paar Hopper anschließen. Nee, ach komm, ist egal. Ach guck, wir haben doch Platz für 8. 8 Stück haben wir ja auch, glaube ich.
zack, zack. 2, 4, 6, 8 Stück, genau. So, dann sollte das doch eigentlich hinhauen. Dann hauen wir die hier auch noch mal rein. Dich und dich und das knallen wir direkt mal weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir das nur noch in diese Kiste laufen lassen. Und hier wird dann alles rausgesaugt. Alles, was ihr habt. Gut. Dann hätte ich diese Leitung auch gar nicht irgendwie so gebraucht. Na gut, das macht auch nichts. Also hier kommt jetzt alles rein. Ne? Also natürlich auch der Honig, ist ja klar. So, dann kommt das hier raus. Das machen wir aber dann doch einfach mal stackweise. Und das hier auch. Gut, und dann könnte ich die ja immer noch hier stehen lassen. Für den Fall, dass ich irgendwann mal irgendwas in DNA verwandeln will, könnte ich es dann da reinschmeißen. Sehr gut. Und mach einmal die Tür auf. Quäl dich mal durch. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal von unten an. Also hier läuft ja dann trotzdem noch alles soweit. Das ist doch wunderbar. Honig haben wir zwar keinen, aber es füllt sich dann so langsam wieder auf. Weil den Honig, den brauchen wir ja, wenn wir uns dann weitere Alviaries herstellen. Jetzt haben wir halt keinen Honig. Bedeutet, wir können da auch nicht weitermachen. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. So, jetzt flitzen wir einfach mal kurz runter Richtung Recycler und schauen, ob der denn sein Tagewerk verrichtet. Er arbeitet. Ja, coole Sache. Na, dann packen wir hier auch mal immer stackweise rein. Alles, was du hast, kannst du reindonnern. Ja, und so bekommen wir jetzt wenigstens ein bisschen mehr Scrap wieder raus. Gut, das war das. Ah, Moment. Wo wir gerade hier unten sind, sehen wir, das ist soweit fertig. Dann kommt das hier rein. So, Harden und Glas. Traumhaft. Traumhaft. Wieso habe ich denn eigentlich mehr Lead Ingot als Pulverized Obsidian? Dürfte doch eigentlich gar nicht sein, oder? Ha. Na gut. Dann wollen wir uns das auch dann mal herstellen. Ach, egal. Jetzt haben wir wieder null Platz im Inventar. Das kommt mal weg hier. Und das kommt weg. Na gut. Haben wir wieder Platz. So. Jo, hier könnten wir ja noch warten, bis denn jetzt das letzte Glas hergestellt ist. So, ein bisschen dauert es aber wohl noch. Na gut. Ja, was fangen wir denn mit dem ganzen Creosote Oil an? Wollen wir jetzt bald mal anfangen? Also wenn die Fabrik soweit steht, dann bauen wir uns die U-Bahn. Das würde ich sagen, das machen wir. Da hätte ich schon wie Bock drauf. Dann, dafür brauchen wir dann auch das hier. Ja. Und diese hier. Die brauchen wir ja im Prinzip irgendwie auch nicht mehr. Aber Moment, mir fällt auch ein, ich habe ja jetzt irgendwie gänzlich auf Lava verzichtet, was aber halt ein bisschen doof ist, denn dieser Mass Fabricator, der braucht ja eigentlich Lava, weil hier unten sind ja die Lavazellen, die Geothermalgeneratoren. Vielleicht tausche ich die auch nochmal aus gegen normale Generatoren, dass ich dann eben weg von der Lava bin. Oder mit Solar mache ich das. Lass uns doch mal eben schauen. Wir wollten doch auch Solar noch als Pattern machen. Medium Voltage Solar Array.
So, können wir uns da mal einen von herstellen? Gucken wir mal. Refined Eisen wird benötigt. Bedeutet, wir müssen uns auch immer noch mal so ein Induction Furnace machen und dann auch Refined Eisen automatisch daraus zaubern. Und wenn wir dann den Medium Voltage haben, um dann den High Voltage zu machen, brauchen wir einen HV-Transformer. Den hätten wir ja. Ach komm, das wäre doch mal so schön, wenn wir jetzt hier so einen Medium Voltage hätten. Ein Medium Voltage Solar Array. Ja gut, aber ist ja klar, der braucht ja dann, ich weiß nicht, wie viele hunderte von den kleinen Teilen hier, von den Low Voltage und von den Medium Voltage und so, also von den Low Voltage. Zack, zack. Dann machen wir hier mal ein bisschen mehr. Genau, weil der hat nämlich dann die Solarpanel und hat dann schon 6 Low Voltage gemacht und wir brauchen 8 Low Voltage. Und für ein Low Voltage brauchen wir ja generell auch immer 8 Solarpanel, also 8 mal 8, also 64 Solarpaneele braucht er für ein Medium Voltage und dann das Ganze nochmal mal 8 und dann hätten wir ein High Voltage, also das vom Aufwand her ist das echt krass. Tja. Und vielleicht haben wir auch irgendwann mal wirklich so viele Materialien zusammen, dass wir uns das herstellen können. Aber so ein Medium Voltage ist ja im Prinzip auch schon mal echt heftig. Ich hatte nämlich bislang immer nur, also das Maximale sind ja 3 Low-Voltage-Batterien, die ich irgendwo angeschlossen habe und das läuft ja dann schon ganz gut. Und so eine Medium-Voltage ist natürlich übel und eine High-Voltage ist ja, ja, Endstufe, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir Glas, gibt's denn das? Irgendwas ist ja immer, ne? Siehste, Glas muss dann auch noch auf die Liste. Müssen wir uns auch noch machen. Also wir brauchen noch einige Induction-Öfen mit dann den ME-Interfaces drin. Tja. Wie viel Glas wird denn da benötigt? Ich weiß das nicht. Wird mir das hier überhaupt angezeigt, wie viel Glas? Nee, ne? Wofür brauchst du überhaupt Glas? Wir machen es einfach. Glas. Ach komm, das kommt auch nochmal wieder zurück. Lass uns doch mal eben nochmal schnell gucken. Wir müssten ja, wo wir jetzt gerade Glas gesagt haben, das Hardened Glas fertig haben. Zack. So, dann kommt das mal wieder hoch. Also wir kommen hoch. Glas. Okay, und weiter geht's. Oh nein. Ne? Wir haben Tatsache ein Medium Voltage Solar Array. Dann haben wir noch den HV-Transformer und jetzt haben wir noch den Pattern. Und wir bauen uns ein Pattern für einen schönen, High Voltage Solar Array. Also den werden wir lange nicht bauen können. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Pattern dafür. Na.
So, aber das kommt mal wieder weg. Ich könnte ja so ein Medium Voltage anschließen und damit mein mein Mass Fabricator laufen lassen. So, was packen wir denn mal zurück? Ja, komm, das legen wir mal zurück. Okay, so, und dann haben wir genug Liquidukte. Ja, wir könnten uns mal einen Endertank herstellen. Blaze Rods brauchen wir dafür. Dann brauchen wir dafür Obsidian. Dann brauchen wir Wolle. Eine Enderperle. Und diesen Kessel, den wir aber nicht haben. Den machen wir aus Eisen. Da machen wir uns auch gleich nochmal zwei Pattern draus. Alles wird jetzt hier in Pattern geknallt. So. Ach, Quatsch. Nutzt mir noch gar nichts. Ich habe ja noch den Kessel nicht. So, aber nun. Also ein Kessel. Obsidian. Das und das und das und das und das. Encode. So. Dann kommt das auch da drüben hin. Zu unserem Klotzi. Wir sollten hier vielleicht noch Schilder anbringen, damit jeder weiß, wer hier wohnt. So. Und jetzt können wir uns einen Endertank machen. Yay. Achso, doch, war richtig. Einen Endertank bitte herstellen. Fertig ist er. Den müssen wir aber mal kurz setzen und dann auch gleich wieder abbauen, wenn wir den in Treibstofffarben, nehmen wir da Orange, oder? Orangenen Farbstoff nehmen wir, na klar, Rot und Gelb. Rot und Gelb. Und Gelb haben wir nicht. Wo kriegen wir denn jetzt nun Blumen her, wenn ich das wüsste, wo wir gelbe Blumen finden? Ach, das ist ja traurig. Aber kriege ich nicht auch hier direkt schon orangenen Farbstoff raus? Lass mich doch mal gucken. Ja, guck. Ansonsten mischen wir uns noch ein bisschen. So, jetzt haben wir genug orangenen Farbstoff. Obwohl ja eigentlich ist der Treibstoff ja gelb und nicht orange, ne? Dann lass uns doch lieber gelb nehmen. Ach, zwei hätten auch schon gereicht. Das gibt ja immer die doppelte Menge. Na gut. So, dann machen wir mal gelb, gelb, gelb. Und das hauen wir dann ab. So, gut. Als letzte Amtshandlung für heute. Jetzt waren wir heute gar nicht in der Fabrik eigentlich, aber okay, das muss auch mal sein. Die anderen Sachen sind ja auch manchmal wichtig. Wir setzen uns... Ach, guck mal, wir hätten da zwei Stück von gebraucht. Ich doof, Kopf. Dann setzen wir uns hier Endertanks. Aber okay. Dann craften wir uns nochmal einen.
Den machen wir dann auch wieder gelb. So. Ein Traum, sage ich euch. So. Na. Zu viel. So. Okay, so, aber im Prinzip brauche ich die oben auch gar nicht steuern, fällt mir gerade ein. Also die Raffinerien, die können ja dauerhaft laufen, das macht ja gar nichts. Sobald hier unten dann der Tank voll ist, passiert ja eh nichts. Guck, und dann können wir uns das nämlich hier alles sparen, da hinten rauszugehen. Das kommt alles in den Endertank. Und der steht dann hier als Beispiel. So, dann kommt das da rein. Und hier unten kommt dann das Gegenstück hin. Ne, also hier oben drauf. So, nämlich, wie sieht das denn hier aus? 500.000, okay. Wir haben Redstone-Fackeln, das ist sehr gut. Die brauchen wir erstmal, um das zu testen, ob es denn funktioniert. So, jetzt haben wir hier auch irgendwie alles voll. Aber okay. Da fällt mir ein, warte mal, klar, die müssen natürlich so rum und das muss auch so rumgestellt werden. Wir brauchen ja auch erstmal hier was zum Arbeiten. Brauchen wir da einen Hebel für? Ich glaube ja, ne? Na gut. So, hier hinten müssen wir dann wieder zumachen. Ja, wir könnten uns ja durchaus mal die Hebel besorgen und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an, wie das funktioniert. Und vielleicht lassen wir die dann, bringen wir die dann doch schon ans Laufen. Also erstmal Hebel organisieren. So. Ja. Aber nochmal einen kurzen Blick in den Keller geworfen. Da haben wir ja auch. Nee, da haben wir nur. Ach, nur an dem Teil hatten wir die. Hier drüben hatten wir das gar nicht. Ah, okay. I see. So. Hebel. Ein Hebel und craft einen neuen Hebel. Und vielleicht hätte ich mich hinlegen sollen. Und in meine Fabrik. Irgendwann bin ich hier so oft reingelaufen, dass ich da die Schnauze voll habe wahrscheinlich. Aber noch gefällt sie mir echt gut. Ja. Lauf, Reduce, lauf. Ich habe schon wieder die Dinger gar nicht hier dabei. Ach naja, was soll's. So, Hebel. Und aktivieren. Und irgendwie ist das doch total doof. Warum arbeitest du nicht? Irgendwie habe ich jetzt hier so einen falschen Fehler. Mehr, drehen wir das mal um. So.
ja. Hier tut sich nichts. Warum? Was mache ich falsch? Warum? Warum? Ich habe da bestimmt wieder irgendwas übersehen. Ist schon spät. Müsst ihr verstehen. Dann halt nochmal wieder zurück. In mein Haus reinbuggen, das ist immer, wenn ich hier reinlaufe, dann ruckelt das etwas. Also komm, wir gucken uns das nochmal an. Wir haben doch... Ja, so hatte ich das doch, oder? Ah, wie dämlich. Na klar, die brauchen doch Strom. Ohne das läuft's ja nicht. Natürlich. Die brauchen Strom. Wildcraft-Energie. Tja. Dann werde ich mir hier unten vielleicht erstmal ein Tesseract hinsetzen und die Energie rüber transportieren, bis das da läuft. Und dann transportiere ich das wieder hier hin. Ja, das machen wir. Aber nee, das machen wir auch nicht mehr heute. Das machen wir dann wann anders. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Blöd, dass ich es nicht vorher gesehen habe. Aber so ist das halt. Also dann, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Wir wissen, was wir machen sollen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.